wunderschönen guten Abend zur letzten Ausgabe Münsterama für diese Woche. Selbstverständlich gibt's auch heute wieder die Wochenhighlights, aber vorher seht ihr den ultimativen Transportmitteltest. Was ist wohl schneller in und durch Münster? Taxi, Bus oder das Fahrrad? Viel Spaß! Und das sind unsere drei Kandidatinnen. Monique geht für uns mit dem Bus an den Start. So, ich gucke jetzt gleich mal, welchen Bus ich nehmen muss und dann werde ich die anderen um Längen abhängen. Eine andere Strategie verfolgt Marie. Sie setzt aufs Taxi. Ja, auf jeden Fall gewinnt das Taxi. Am bequemsten, am schnellsten, zwar teuer, aber das schaffen wir schon. Die sportliche Variante mit dem Fahrrad probiert Lisa aus. Klar werde ich gewinnen, weil Münster und Fahrrad gehört einfach zusammen. Da sind wir doch mal gespannt, ob sich diese Siegessicherheit bestätigt. Wer von den dreien wird wohl zuerst durch das Ziel am Schlossplatz kommen? Los geht's am Hauptbahnhof. So, wollen wir noch mal sehen, wer schneller ist? Ja, ich gewinne sowieso. Auf die Plätze, fertig, los! Einmal bitte zum Schlossplatz, wirklich schnell. Während Lisa schon ordentlich in die Pedalen tritt, muss Monique erstmal noch Schlange stehen. Noch zeigt sich Marie ganz optimistisch. Taxifahrer fahren ja ein bisschen wilder als der Bus, ne? Allerdings glaubt auch Monique, dass sie die Nase vorn hat. Ich glaube schon, dass ich das schaffe, weil die Busse auch ihre speziellen Spuren haben und so. Und dann denke ich schon, dass ich bessere Karten habe als die anderen. Genug Zeit also zum Chillen. Lisa dagegen muss sich anstrengen, kann sich aber über eine grüne Welle freuen. Boah, ganz schön Glück gehabt, so gute Ampel gehabt zu haben. Und weiter geht's über die Promenade. Mit grünen Ampeln hat Marie leider kein Glück. Ach du Scheiße, rot. Grünphase wäre nett. Ich glaube, der Bus schafft das nicht. Der Bus hat schon verloren. Ja, ist ziemlich entspannt eigentlich, weil ich ja sowieso nichts dran ändern kann. Ich kann ja einfach so jetzt fahren, muss nicht irgendwie treten, komme da gleich nicht abgehetzt an, sondern bin so ganz in Ruhe. Und bis jetzt noch gut in der Zeit. Noch besser liegt Lisa in der Zeit. Die Entspannung bleibt hier jedoch auf der Strecke. Wir müssen gewinnen. Da muss man auch nicht am Fahrradweg fahren. Jetzt gucken wir erstmal auf die Zeit. Vier Minuten und das ist richtig gut, weil wir gerade schon am Aasee sind. Monique und Marie ahnen noch nicht, dass ihnen Lisa schon weit voraus ist. Ich war auf jeden Fall günstiger als im Taxi. Finanziell gesehen ist das praktischer. Ja, wenigstens komme ich nicht so fertig an wie der Fahrradfahrer. Lisa befindet sich nämlich auf der Zielgeraden. Mein Fahrrad fällt auseinander. Aber egal, was tut man nicht alles für den Sieg. Ich glaube, ich bin die Erste. Muss ich doch. Juhu! Wow! Mit wenig Puste, aber nach nur 6 Minuten ist sie im Ziel. Ich habe gewonnen. Mit der alten Klapperkiste. Voll gut. Während Lisa ihren Sieg ordentlich feiert, heißt es für die anderen beiden warten, warten, warten. Ein bisschen dauert es noch, aber nicht mehr so lange. Das muss es sein. Wenn wir jetzt nicht gewonnen haben, ich weiß auch nicht. 7 rote Ampeln später. Oh Gott, ich kann schon sehen. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich stelle mich schon mal zur Tür, dann bin ich gleich schneller draußen. Ist ja nicht mehr so weit. Dann rennen, Ziegel. Dankeschön. Tschüss. Jetzt heißt es Endspurt für die beiden. Ich würde sagen, ihr habt verloren. Und wieder einmal bestätigt sich, Münster ist und bleibt einfach eine Fahrradstadt. Lisa musste zwar am meisten trampeln, kam aber am schnellsten und am günstigsten an. Wenn das Wetter mitspielt, ist das Fahrrad einfach und schlagbar. Ja, auf jeden Fall sind wir alle irgendwie angekommen. Ob jetzt mit Fahrrad halt ein bisschen schneller oder mit Taxi oder Bus ist halt ein bisschen bequemer. Und vor allem, wenn es regnet, vielleicht dann doch die bessere Lösung. Aber auf jeden Fall haben wir es alle gut geschafft. Ne? Ja, klar, dass das Fahrrad gewonnen hat, oder? Aber probiert es ruhig selber mal aus und wenn ihr einen guten Schleichweg durch die Stadt wisst, schreibt uns doch euren Tipp über unsere Facebook-Seite.
Und natürlich waren wir auch heute wieder in der Innenstadt unterwegs und haben ganz investigativ nachgefragt. Hier die Wochenhighlights der Münsteraner. Bitte sehr. Ich bin gestern nach Hamburg gefahren zum Theater und habe mir Don Quixote angeschaut. Highlight dieser Woche, dass ich diesen Freitag heute frei habe. Mein Highlight war, mit Kindern zu arbeiten in einer Schule. Ich habe gut gearbeitet. Und da ist ja nicht jede Woche so, dass man gut und erfolgreich arbeiten kann. Mein Highlight in dieser Woche war heute der Besuch in Münster. Ich komme aus Düsseldorf. Dass meine Heizung repariert wurde. Ich habe diese Woche zum ersten Mal draußen Tennis gespielt mit meinem Sohn. Das war mein Highlight. Eine Zahn-OP, die ich super überstanden habe. Diese Woche auf jeden Fall Angela Merkel auf dem Domplatz hier. Mit ihr einen Nachmittag verbringen zu können. Dass ich Urlaub hatte. Dass ich endlich meine erste Fahrstunde machen durfte. Viel Arbeit, das war das Highlight. 2-1 für Bayern gegen Madrid. Eines meiner Wochenhighlights war auf jeden Fall das Interview mit Stefan und Thomas von der Band Schandmaul. Die beiden Jungs haben uns für euch extra dieses wunderschöne Album zu verlosen mitgegeben. Und ihr musstet nur wissen, dass Schandmaul nächstes Jahr ihr 15-jähriges Bandjubiläum feiert. Und selbstverständlich haben das Millionen von Münsteraner-Zuschauern gewusst. Aber leider kann nur einer gewinnen und das ist in diesem Fall Julia Kellner. Herzlichen Glückwunsch. Nächste Woche begrüßt euch Verena und dann erwartet euch wieder mal das Beste aus Münster. Ich sag nur 40 Jahre Rockgeschichte, Uriah Heep und Nazareth zu Gast in Münster. Dann gibt's den ultimativen Zuschauertest. Schaltet einfach ein, es lohnt sich. Ich wünsche allen ein super Wochenende. Bis dann.